Diese alte Jesusfigur habe ich auf dem Dachboden des Pfarrhauses gefunden. Sie stammt wohl von einem Kreuz. Die Holzfigur ist in ein weißes Tuch eingewickelt, wie in ein Leichentuch. Ihre Arme sind schon abgebrochen. Jesus, der Gekreuzigte, geschunden, gemartert und gebrochen. Tot. Nicht mehr schön, nicht mehr anbetungswürdig, sondern hässlich, abgeschoben und vergessen. Dieser leidende und sterbende Jesus hat heute seinen Feiertag. Vielen passt dieser Karfreitag nicht. Es darf nicht eingekauft werden, es darf nicht getanzt werden. Wer schon etwas älter ist, erinnert sich vielleicht an die mahnende Worte aus Kinderzeiten: Sei still und tob nicht rum, heute ist Karfreitag. So eine Mahnung wollen sich die wenigsten heute anhören müssen. In diesem Jahr in der Corona-Krise zeigt der Karfreitag deutlich, wo Gott steht: Auf der Seite der Geschundenen und der Kranken. Am Kreuz bezieht Gott klar Stellung für diejenigen, die um ihr Leben bangen und die große Zukunftsangst haben müssen. Gott ist bei denen, die in diesen Zeiten keinen Zugang zu ärztlicher Versorgung haben, so wie viele Menschen in den ärmeren Ländern dieser Welt oder so wie die, die an den Grenzen Europas festsitzen. Dieser leidgeplagte Gott nimmt heute all diejenigen ganz ernst, die Angst haben. Gott entlarvt damit die anderen, diejenigen, die lieber verdrängen und sich ablenken. Mancher hat in den letzten Wochen versucht, die Krise mit flotten Sprüchen zu verdrängen. Aber die Toten lassen sich nicht weglächeln. Der Karfreitag ist für diese Corona-Toten da. Jesus ist am Kreuz mit ihnen gestorben und stirbt immer noch mit ihnen. In einer fernen Zeit gehst du nach Golgatha. Herr, du duldest Einsamkeit, sagst selbst. Was Leiden ist, du weißt, was Schmerzen sind, der du mein Bruder bist, ein Mensch und Gottes Kind. Amen, Amen, Als Jesus am Kreuz starb, da betete er zusammen mit allen Verzweifelten und allen Vergessenen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Diese Worte aus Psalm 22 können in diesen Tagen auch all jene beten, die leiden müssen und die um ihr Leben fürchten müssen. Mit diesen Worten kann ich selbst beten, so wie Jesus gebetet hat. Mit diesem Gebet mute ich Gott meine Verlassenheit und tiefste Verzweiflung zu. Aber gerade durch die ehrlichen Klagerufe bleibt der Kontakt zu Gott bestehen. Das Kreuz ist das Zeichen dafür, dass Gott mir in den dunkelsten Momenten nahe bleibt. Ob Jesus am Kreuz den Psalm weitergebetet hat, davon steht nichts in der Passionsgeschichte. Aber Jesus hat die Worte sicherlich gekannt, die in Psalm 22 auf die begonnene Klage folgen. Sie lauten: Du Herr, sei nicht ferne. Gott, meine Stärke, eile mir zu helfen. Der Karfreitag ist der Feiertag für alle, die um Hilfe rufen und die sich nach Hilfe sehnen.
Wir brauchen diesen Karfreitag als Gesellschaft, damit wir die Opfer wirklich sehen, damit wir diejenigen anschauen, denen die Arme fehlen und damit wir diejenigen sehen, denen die Würde geraubt wird. Wir brauchen den Karfreitag, damit wir auf die Klageschreie der Hilflosen hören und uns nicht einfach taub stellen und die Opfer nicht einfach weglächeln. Die alte Christusfigur vom Dachboden. Sie hat ihren festen Platz in unserer Kirchengemeinde, so wie die Kranken, die Schwachen, die Einsamen und die Hilflosen. Ich lege diese Figur an Karfreitag in unsere Remigiuskirche und bete dabei: mein Gott, sei nicht ferne, eile mir zu helfen. Du Gott der Stärke, eile und helfe allen Menschen, die leiden. Amen.